In diesen Tagen neu konstituiert hat sich der Europäische Ausschuss der Regionen. Mit Landeshauptmann Peter Kaiser ist auch Kärnten wieder in Brüssel vertreten. Pro Jahr fließen rund 80 Millionen Euro von der Europäischen Union in unser Bundesland. Hohe Auszeichnungen im Bereich des Strahlenschutzes gab es kürzlich für zwei Kärntner. Rudolf Weisitsch und Hans Tratnik erhielten für ihr außergewöhnliches Engagement das Leistungsabzeichen Gold. Weisitsch ist Strahlenschutzbeauftragter des Landes Kärnten. Tratnik wurde als erster Kärntner Feuerwehrmann ausgezeichnet. Alles rund um die Themen Mobilität und 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung finden Sie im neuen Kärnten-Magazin. Es wird dieser Tage gedruckt, um nächste Woche an alle Kärntner Haushalte verteilt zu werden. Als Hauptpreis des beliebten Gewinnspiels gibt es dieses Mal zwei Übernachtungen im Gelltaler Bio-Hotel der Dabara zu gewinnen. Gut voran geht der Baufortschritt des neuen Zentrums für Psychiatrie und Psychotherapie auf dem Gelände des Klagenfurter Klinikums. Der Spatenstich erfolgte im Frühjahr 2019. Insgesamt werden 42 Millionen Euro in das Projekt investiert, das 2022 abgeschlossen sein soll.